Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Platin-Guide. Das habe ich schon mal angefangen, das Spiel. Ich habe, ja, bis auf zwei Trophäen, außer Platin hier mit den 8000 Punkten und Level 6 erreichen, Run to Level 6, habe ich eigentlich alles erreicht. Damit es jetzt nicht so schwer ist, wenn man zwischendurch abkackt, gibt es da einen kleinen Trick. Also bei Level 2 würde ich es jetzt noch nicht machen, aber wenn man nach oben drückt, Steuerkreuz nach oben und X, dann kann man das oben aufgeschrieben, dann kommt man nach Level 4. Wenn man Steuerkreuz rechts drückt und X, kommt man nach Level 6. Und damit ist es dann halt wesentlich einfacher. So. Und dann braucht man nur noch X gedrückt halten. Eigentlich muss man es viel eher drücken. Also ab Level 5 ist es dann. Ich wollte es euch jetzt nur mal kurz vormachen. Deswegen starten wir jetzt gleich mal in Level 6. Und dann gleich hier am Anfang springen. Und dann soll man eigentlich so durchkommen. Ich hätte jetzt, wie gesagt, nur X gedrückt. Und gleich dann wieder X gedrückt halten. Und so könnt ihr euch jetzt erstmal die Punkte holen, die noch fehlen. Und dann kann man sich danach dann auf Level 6 konzentrieren. Also eigentlich soll man es schon ab Level 5 irgendwie machen können. Ich will euch jetzt nur zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. So, wir haben jetzt 3000 Punkte. So, wir sagen jetzt wieder okay. X-Button und X-Button gleich dann gedrückt halten, dass wenn das Männchen da ist, gleich schon gedrückt halten, weil sonst ist der Zeitpunkt zu spät. Gucken, wie viel waren das, was wir brauchen. Und die ersten Runden müsst ihr dann halt ganz normal springen. 7000 Punkte waren das, warte, oder? 6000, 7000, 8000 und Level 6 erreichen. Level 6 kann man sich dann immer noch Zeit nehmen, um das zu erreichen. Die Punkte sind dann halt erstmal das, wenn es so schnell geht, am besten so schnell die Punkte holen. Dann habt ihr die erstmal, wenn ihr dann halt, also am Anfang natürlich normal spielen. Die 7000. Also in Level 1 bis 4 funktioniert das aber nicht mit dem Hüpfen, ja? Jetzt holen wir uns noch die 8000 Punkte. Und dann können wir ruhig sterben. Das ist uns dann eigentlich komplett Wumpe. Level mal noch zu Ende.
funktioniert. Und dann welche fehlt uns jetzt noch? Level 6 war es, glaube ich. Platin und Run to Level 6. So. Da gehen wir jetzt einfach hier wieder rein und drücken hoch und X und starten jetzt hier in Level 4. Wir müssen jetzt hier Level 4 heil überstehen. Ja. Ach Quatsch, jetzt bin ich in Level 2 gelandet. Also ich war schon, ohne zu bescheißen, in Level 5, also das ist machbar. Da war ich zu früh gesprungen, naja. Das ist aber mein Fehler. Ich bin gerade zu krisselig im Kopf. Oh. Manchmal hat man Glück und kann Doppelsprung mehr machen, wenn man doch zu früh gesprungen sein sollte. Oh, ich hab's geschafft. So, und jetzt brauchen wir hier einfach nur und X und die gleiche drückt halten, wenn da steht Button X und gleiche drückt halten, dass er, wenn ich ihn da rauskommt und sofort anfängt zu hüpfen, das geht erst ab Level 5. Bei Level 4 geht's noch nicht, weil die Geschwindigkeit von der Bahn dafür zu gering ist. Also ihr müsst praktisch Level 1 bis 5 normal durchspielen. Und ab da, ab 5 einfach dann X gedrückt halten und yippie-ki-yay, Schweinebacke, denn die letzten Punkte holen und alles überspringen, Level 6 und Platin. So. Puh. Das soll es jetzt soweit auch für das Platin-Video gewesen sein. Kurz knapp. Wir haben noch zwei, drei andere Spiele, wo auch noch Platin kommt. Also es kommt noch einiges. Die nächsten wird es dann viel, viel einfacher. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.